Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich immer noch in der Rhön-Region und immer noch auf der Suche nach was zum Futtern. Und Kalimodo schickt mich schon wieder ganz komische Routen hier. Irgendwie mitten durch den Ort, weil irgendwie hier oben Kurven sind. Aber das bringt mir jetzt ja nicht so viel, wenn ich hier nur 30 fahren darf. Naja. Oh ja, und dann auch noch so schön dreckig hier. Naja. Na, das bringt es ja jetzt total hier. Spitzkehre, wow. Mit 30 und Kies in der Spitzkehre, ist total geil, ist das ja. Naja, keine Ahnung, warum ich hier hochgeschickt werde. Ja, wieder nur 30. Oh. Jetzt fliegt hier ständig was an Helm. Irgendwelche Insekten, ey. Ja, da fahren wir jetzt einen Berg hoch. Super. Oh. Ich habe bereits 1000 Höhenmeter heute erklommen. Und jetzt geht's wieder runter. Alter. Ist das steil. Da kommt bestimmt wieder nicht so auf dem Video rüber. Aber das hat selbst die Motorbremse vom Moped nicht geschafft. Naja, ich bin wohl nicht der einzige Motorradfahrer, der von Kalimodo hier lang geschickt wird. Hier gibt es scheinbar Eis, aber im Eis zum Mittagessen fühle ich nicht ganz so. Also ganz ehrlich, ich war jetzt am zweiten Biker-Treff und der hatte auch zu. Das ist doch für den Arsch, ist das doch. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr so langsam. Dann gibt es heute halt kein Mittagessen. Weiß nicht, ob die jetzt alle gerade irgendwie Ruhepause haben, was auch immer, auf alle Fälle. Gab es da auch wieder nichts. So, wo will er mich jetzt schon wieder reinschicken? Möchtest du ein bisschen Geld in der Region lassen und dich mit bayerischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen und dann, ja, dann hat das alles zu, wo du hinfährst. Naja, dann halt nicht, ne? Ich habe sonst noch Fruchtriegel im Tankrucksack. Sonst gönne ich mir die hier irgendwo. Dann gibt es halt Fruchtriegel zum Mittagessen. Nicht schön, aber wenn hier keiner mein Geld haben will, dann ja, dann halt nicht, ne? Boah, Alter. Ja, da komme ich aber auch ein bisschen überraschend. Zum Glück habe ich das auf dem Navi gesehen. So, ich habe mir jetzt ein paar Fruchtriegel gegönnt. Schön am Waldrand. Hab dann den Akku der GoPro gewechselt und er ist mir doch tatsächlich vom MediaMod dieser Verschlussnippel abgebrochen, der die Klappe zuhält. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den irgendwie, ob man den wechseln kann. Da sind auf alle Fälle Schrauben. Und vielleicht kommt man daran. Und dann muss ich mal schauen, ob man sich da so einen Ersatz bestellen kann. So, zum Glück hatte ich jetzt vom Großglockner meinen Aufkleber dabei und konnte jetzt das so ein bisschen festpappen. Nicht, dass immer die Kamera, also die Klappe vom MediaMod immer offen steht. Das ist natürlich auch ungeil sonst, ne?
Naja, mal schauen, wie lange das hält. Aber ich kann ja auch nicht immer zum Akkuwechsel das Backeband abmachen. Das ist natürlich auch blöd. Naja, für die Tour wird es jetzt reichen. Und den Rest muss ich mal schauen, wie ich den fix. Mein Plan wäre jetzt erstmal schauen, ob es so einen Nippel gibt zum Wechseln und den dann rechtzeitig zum Ishimuro zu schicken, damit wir das da fixen könnten. Ansonsten, ja, regelt Panzertape und ich muss mir ein neues Media-Mod kaufen, was natürlich scheiße ist. Dass das jetzt ausgerechnet mitten in der Tour passieren muss, ist natürlich auch blöd, ne? Aber natürlich passieren solche Sachen nicht immer dann, wenn es passt, ne? Jetzt haben wir noch 50 Kilometer vor uns. Die roggen wir mal eben durch. Und dann war es das auch mit Mopedfahren in der Rhön. Na, was haben wir denn jetzt für Gefälle? Was? 20%? Na. Das wird ja immer mehr. Hui, Alter. Oh, ist das steil. Alter, Falter. Oh, das geht immer noch ein Berg runter. Eins. Oh, ja. Zwei. Ganz schön hoch, das Ding. Meine Klebekonstruktion hält bis jetzt auch ganz gut. Da bin ich ja gespannt, ob sie jetzt vorher die Geschwindigkeit runterholen. Na, das kommt ein Schild. Nö, da wird die Geschwindigkeit nicht runtergeholt. Ja. Da kommst du hier mit 100 an und das ist hier einfach eine Spitzkehre. Das ist schon ein bisschen crazy. Wie fährt er denn? Ist er hier? Keine Ahnung. Walter Röhl oder was? Alter, was für eine geile Straße hier. Immer so im Gegenverkehr fährt, ey. Oh, hier sieht das ja auch nochmal interessant aus auf dem Navi. Wenn er es möchte, dann gönne ich ihm das doch auch. Wuppi, wuppi, wuppi. Ja. Motit. Aha, da sollen wir links rum. Dann machen wir das mal. Okay. Das geht aber ganz schön rechts rum hier. Eieieiei.
Da hätte ich ja jetzt nicht mitgerechnet. Ah, habe ich auch wieder ein Glück mit dem Wetter, ne? Ich sag euch Leute, ihr müsst auch mal Glück haben. Pech kann jeder haben, Glück haben nur wenige. Also, habt mal Glück. Guckt mich an. Ich hab schon wieder Glück mit dem Wetter. Ja. Oh, Druckausgleich. Oh Gott, oh Gott. Und Heat. Oh Gott, Alter, ist die Straße schlecht, meine Güte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, bevor ich es nachher vergesse, sage ich das schon mal. Haut rein, grüß die Enten und tschüssi aus Süddeutschland. Bayern, Franken, Rhön, wie auch immer man das nennen möchte. In der Rhön, da war das schön. We'll be right back.